Ja, hallo, hier ist wieder Susanne. Heute ist Samstag, der 2. Februar. Und wie man sieht, ist das Wetter wieder nett. Es ist zwar ein bisschen kühl, zwar sonnig, aber irgendwie kommt der Wind heute von Norden und ist ein bisschen windig. Und so habe ich mich entschieden, das Video mal von meinem Balkon aus zu machen. Ich wollte euch heute ein bisschen was zum Thema Bürokratie in Spanien erzählen, beziehungsweise welche Papiere nötig sind, wenn ihr darüber nachdenkt, eine gewisse Zeit in Spanien zu leben oder zu arbeiten. Also, was ganz wichtig ist und was hier auch jeder braucht, ist die sogenannte NIE-Nummer. Das ist die Numero de Identificación para Extranjeros, also eine Nummer, die nur Ausländer erhalten. Spanier haben auch so eine ähnliche Nummer. Die wird hier für alles Mögliche benötigt. Das heißt, die muss man zum Beispiel auch angeben, wenn man ein Paket annimmt. Also wenn der Fahrer von DHL oder UPS vor der Tür steht, die wollen immer den Namen und die NIE-Nummer oder von den Spaniern halt die DNI, so heißt das bei denen haben. Diese Nummer ist nötig, wenn man hier einen Telefonvertrag machen möchte beim Telefonanbieter, wenn man ein Bankkonto eröffnen möchte. Also bei ganz vielen Gelegenheiten wird man nach dieser Nummer gefragt. Und erst recht, wenn man hier arbeiten möchte, wenn man im spanischen Sozialsystem angemeldet wird oder wenn man sich selbstständig machen möchte, ist diese Nummer immer erforderlich. Das ist relativ einfach, sich diese Nummer zu besorgen. Man kann das hier entweder vor Ort bei der örtlichen Polizei machen. Kostet ein paar Euro, aber nicht besonders viel. Und wichtig ist halt, dass man einen gültigen Personalausweis oder einen gültigen Pass hat, um sich identifizieren zu können. Und das geht relativ schnell und unbürokratisch. Wenn man sich das nicht selber zutraut, kann man natürlich vielleicht auch jemanden mitnehmen, der Spanisch spricht. Je nachdem, bei welcher Gemeinde man sich da anmeldet, in manchen Polizeidienststellen gibt es auch Polizisten, die Englisch sprechen, aber das kann man nicht unbedingt erwarten. Also kann sein, kann nicht sein. Und es gibt hier überall an der Küste gibt es Büros, die einem bei allen möglichen Formalitäten behilflich sind. Die nennen sich hier Gestorías. Die sind teilweise mehrsprachig besetzt. Das heißt, da kann man auch Glück haben, dass man jemanden findet, der Deutsch spricht, aber Englisch in den meisten Fällen. Und die sind einem dann behilflich, wenn es um solche Dinge geht. Das heißt, natürlich muss man die bezahlen. Also zum Beispiel die NIE-Nummer zu besorgen, ist jetzt, glaube ich, nicht besonders teuer. Aber klar, die machen ja was für einen und dann möchten sie halt auch Geld dafür haben. Die unterstützen einen zum Beispiel auch, wenn man ein Auto hier in Spanien anmelden möchte. Dieser Vorgang ist schon etwas komplizierter. Da würde ich mir auf jeden Fall, wenn man nicht sehr gut die Sprache spricht, die Hilfe von einer Gestoría holen. Also wie gesagt, kostet halt auch wieder Geld. Aber da sind erstens wissen die ganz genau, welche Papiere nötig sind. Und zweitens haben die natürlich auch ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, als Ausländer versauert man hier manchmal auf dem Flur, weil da tierisch lange Warteschlangen sind. Und wenn man Pech hat, dann sitzt jemand vor einem, der sagt, nee, die Papiere sind nicht die richtigen, kommen Sie nochmal wieder. Dann muss man das Ganze von vorne machen. Und die haben ihre Hintertürchen, die gehen da einmal mit einem Stapel Papiere rein, lassen das abstempeln, bearbeiten und sind da ratzfatz mit durch. Die haben halt ganz andere Möglichkeiten. Also die, wie gesagt, diese Restaurien, die kann man gut in Anspruch nehmen und die gibt es hier auch wie Sand am Meer. Die NIE-Nummer kann man sich übrigens auch schon besorgen, wenn man noch in Deutschland ist, und zwar bei der spanischen Botschaft geht das. Also wenn man auf die Seite der spanischen Botschaft geht, bekommt man auch sehr, sehr viele Informationen, welche Papiere in Spanien benötigt werden. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Seite, die sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Sache hier, die nennt sich Residencia. Das ist ein Papier, das man ja
wo sich die Gelehrten streiten, ob man das überhaupt noch braucht. Also ich habe schon mit so vielen Menschen darüber gesprochen und ich glaube, zu dem Thema gibt es so viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Die Mehrheit der ja, Anwälte, Steuerberater und Leute, die sich mit diesen Dingen beschäftigen, sagen, dass man die Residenz ja nicht mehr braucht. Tatsächlich hat es aber doch Vorteile, wenn man sie hat. Und die zu bekommen, das ist schon ein bisschen schwieriger. Als wir damals im Jahr 2003 nach Spanien gekommen sind, war das noch relativ einfach. Obwohl dann auch, wenn man mit Kindern kommt und die für die Kinder haben möchte, dann kann es halt auch wirklich passieren. Also ist wahrscheinlich immer noch so, dass man die Geburtsurkunden der Kinder dabei haben muss, dass diese Geburtsurkunden auch übersetzt werden und vom Notar beglaubigt werden müssen. Also die Anforderungen, die sind ständig andere, die sind nicht immer gleich. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es heutzutage schwieriger ist. Also die Residenz ja ist am Anfang meistens auf 5 Jahre begrenzt. Und meine war dann halt irgendwann abgelaufen. Und als ich versucht habe, die neu zu beantragen, bin ich also auf einige Schwierigkeiten gestoßen, sodass ich mir dann hinterher auch wieder die Hilfe einer Gesturia in Anspruch genommen habe. Und die das dann halt auch gar nicht verstehen konnten, was ich damit wollte. Aber ich bin zum Beispiel bei der Sozialversicherung. Die wollten meinen Fall gar nicht mehr weiter bearbeiten, weil meine Residenz ja abgelaufen war. Was alles ein bisschen unverständlich war, weil also bei mir war die Residenz ja direkt an die NIR-Nummer geknüpft und die NIR-Nummer, die läuft nie ab, die behält man ein Leben lang. Also die, die man einmal bekommt, die hat man für den Rest seines Lebens. Aber bei mir war das beides miteinander verknüpft und dann war die Residenz ja abgelaufen und insofern haben die sich dann da ein bisschen quergestellt und ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, dass die Anforderungen, diese Residenz ja zu bekommen, heutzutage höher sind. Also dass der spanische Staat schon wissen will, wie man denn sein Geld verdient. Ich glaube, wenn man einen Arbeitsvertrag hat, ist das, einen spanischen Arbeitsvertrag, ist das relativ unkompliziert, weil man dann sein Einkommen nachweisen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sich selbstständig macht, ist schon ein bisschen schwieriger oder sich gerade erst selbstständig gemacht hat, weil man dann kein regelmäßiges Einkommen nachweisen kann. Ja, war, wofür ist diese Residenz ja überhaupt gut? Also, ganz ehrlich gesagt, gefragt hat mich jetzt in der letzten Zeit niemand mehr danach. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich sie habe, weil mit der Residenz ja erwirbt man eigentlich die gleichen Ansprüche wie die Spanier haben. Das heißt, man wird einem Spanier gleichgestellt. Ja, da geht es um. Ja, um verschiedene Vorteile, die man dadurch haben kann, später, wenn es mit dem Rentenanspruch zu tun hat, zum Beispiel. Allerdings im täglichen Leben braucht man sie nicht wirklich und es wird auch in der EU auch immer wieder diskutiert, ob die Spanier das überhaupt von ihren Ausländern verlangen können, praktisch ein zweites Ausweispapier, weil, wie gesagt, wer EU-Bürger ist, sollte das eigentlich nicht haben müssen. Aber das Thema ist halt lange noch nicht durch. Generell sagt man, die Residencia sollte beantragen, wer mehr als 180 Tage im Jahr im Land lebt und wer hier in Spanien sein Einkommen versteuert. Also das hat ganz viel damit zu tun, wo man sein Einkommen versteuert. Wenn man natürlich hier nur ja, Rentner ist und eine Rente aus Deutschland bezieht zum Beispiel, oder sein Erspartes verlebt oder wie auch immer, und hier keine Steuererklärung macht, ist das, glaube ich, relativ uninteressant. Aber wie gesagt, also man hört immer wieder andere Aussagen, also von braucht man absolut nicht mehr bis muss man unbedingt haben, ist da alles bei. Ich hoffe, dass sich das mal irgendwann so klären wird, dass, ja, dass es halt klarer ist, aber im Moment ist es halt so. Und wie gesagt, wenn man dieses Papier haben möchte, wo eigentlich auch gar nicht besonders viel draufsteht, da ist dann halt diese NIR-Nummer drauf und die Adresse und ein Stempel, wie lange die gültig ist. Ich glaube, nach Ablauf von 5 Jahren kann man dann auch eine unbegrenzte Residenz ja bekommen.
Ich kenne ganz viele Leute, die keine haben und die auch hier klarkommen, aber ich wollte euch halt mal ein bisschen was zu dem Thema erzählen. Okay, das war's für heute. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Bis bald.